Ich grüße Sie. Mit unterschwelligen, aber auch ganz direkten Methoden verwirren die Systemmedien ihre Konsumenten. Denken wir nur an die realitätsferne Darstellung der Entgrenzung Deutschlands, die Propaganda gegen den russischen Präsidenten Putin oder die krude Argumentation einer sogenannten Vergasung vieler Menschen durch deutsche Dieselautos und so weiter. Diese offenbaren Think-Tank-Strategien sind eigentlich leicht mit ein bisschen logischem Menschenverstand zu entlarven. Man könnte fast glauben, dass diese Machenschaften dazu dienen, die Bürger von der systemischen Munition abzulenken, die für diese Verwerfungen maßgeblich verantwortlich ist. Nicht ohne Grund bezeichnete der US-Investor Warren Buffett bestimmte Konstruktionen des Finanzsystems als Massenvernichtungswaffen. In diesem Beitrag geht es um eine vereinfachte Problembeschreibung und Prognose des bestehenden Finanzsystems, welches eventuell kurz vor der Kernschmelze und somit der totalen Vernichtung stehen könnte. Seit Jahrzehnten nun erforsche ich unsere Währungsarchitektur und fokussiere dieses Thema auch in den deutschsprachigen Seminaren der Wissensmanufaktur in Kanada. Neben der geistigen Stabilisierung gehören auch die sachlichen und finanziellen Vorbereitungen dringend ins Visier, um die bevorstehenden Umbrüche durchzustehen. Der Plan B der Wissensmanufaktur, indem wir 2011 die systemischen Ursachen und Auswirkungen unserer Geldordnung zusammenfassten, ist aktueller denn je. Die letzte Bankenkrise 2008 katapultierte viele Millionen Amerikaner in die Obdachlosigkeit und Verelendung. Europa kam vermeintlich glimpflich davon, so die einhellige Meinung. Dieser Zustand könnte sich nun schnell merkbar ändern. Immer wieder taucht der Begriff Geldmengenpolitik in den Medien auf, wobei auch von quantitativ Easing die Rede ist. Dabei wird zum Beispiel der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, als sachlich kompetenter Experte dargestellt, der quasi alles im Griff hat und mit seiner besonnenen Währungspolitik nahezu sämtliche Finanzprobleme managen könne. Aber das ist ein Trugschluss. Mittlerweile haben die Notenbanker aller Staaten ihre Maßnahmenkataloge, also die letzten Trümpfe des global zusammenhängenden Währungssystems, ausgespielt. Nahezu verzweifelt werden Unsummen an Geldern über die EZB in die Eurostaaten gepumpt, um angeblich die Wirtschaft irgendwie anzukurbeln, die real als strauchelnd bezeichnet werden muss, egal was manche Statistiken uns da vorgaukeln. Selbst die aktuellen, künstlich geschaffenen Märkte der Kriegs- und Umsiedlungsindustrie reichen nicht mehr aus, um das Ruder herumzureißen. Jedes Jahr werden rund 1.000 Milliarden Euro, also 1 Billion, neues Geld in europäische Systeme gepumpt. Eine unbegreifliche Zahl, wenn wir uns klar machen, dass die Weltgeldmenge im Jahre 1959 bei 259 Milliarden US-Dollar lag. Das entspräche nach derzeitigem Umtauschkurs etwa 210 Milliarden Euro. Es geht also um die fünffache Weltgeldmenge von 1959, die aktuell jedes Jahr dazukommt. 1 Billion Euro werden also jedes Jahr aus dem Nichts geschaffen und fließen allein in Europa neu ein. Auf die US-amerikanische Geldmengenpolitik möchte ich hier gar nicht eingehen. Da wird mittlerweile die Währungsaufstockung nicht einmal mehr veröffentlicht. Ich spreche hier von einer weltweiten desaströsen Lage, die ich lediglich am Beispiel Europas erläutern. Ich möchte daran erinnern, dass Geld grundsätzlich durch neue Schulden entsteht. Die genannte Geldmengenausweitung finden wir somit auch in Form einer Schuldenexplosion wieder.
Mit einfachstem Sachverstand lassen sich nun auch die extremen Überspannungen der ökonomischen und sozialen Strukturen ableiten. Ich verweise hier noch einmal auf den Plan B der Wissensmanufaktur, mit dem sich jeder Interessierte diese Zusammenhänge allgemeinverständlich aufladen kann. Zurück zur Geldmengenpolitik. Die Experten der EZB versuchen mit ihrer massiven Geldvermehrung das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Mit derartigen Maßnahmen konnte man in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ein wenig Zeit erkaufen, um den bevorstehenden Crash zu verzögern. Dieses aus meiner Sicht unseriöse Spiel könnte sich gerade dem Finale nähern. Anhand einer einfachen mathematischen Quantitätsgleichung soll die Logik deutlich gemacht werden. Auf der einen Seite dieser Gleichung finden wir die Geldmenge und die Umlaufgeschwindigkeit. Auf der anderen Seite die Wirtschaftskraft bzw. das Wirtschaftswachstum und die Inflationsrate. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber die Zusammenhänge lassen sich ganz einfach beschreiben. Die Geldmenge wird, wie gesagt, durch die EZB auf der einen Seite massiv erhöht. Dadurch stehen den angebotenen Waren und Dienstleistungen, die ja die Wirtschaft kennzeichnen, auf der anderen Seite mehr nachfragefähiges Geld gegenüber. Eine Wirkung müsste logischerweise erkennbar sein. Normal wäre es, wenn nun das Angebot durch höhere Produktion aufgestockt würde, um die gestiegene potenzielle Nachfrage zu befriedigen. Kurz, das Wirtschaftswachstum müsste massiv steigen. Nun wächst die Wirtschaft aber nicht, sondern dümpelt trotz kreativer, statistischer Interpretation recht unauffällig vor sich hin. Sehen wir uns nun die Inflationsrate an, die nun alternativ nach oben schnellen müsste, wenn sich die massiv steigende Geldmenge in der Ökonomie nicht auswirkt, wie wir gesehen haben. Irgendwo muss sich die neue Billion, die von der EZB pro Jahr in die Wirtschaft gepumpt wird, doch zeigen. Mit Erstaunen stellen wir aber fest, dass sich die Inflationsrate ebenso wie das Wirtschaftswachstum nicht nennenswert verändert hat. Wir können also hier schon einmal feststellen, die Notenbankpolitik läuft offenbar am gewünschten Ziel vorbei, welches aufzeigt, dass Mario Draghi und sein Team die Kontrolle über den Euro verloren haben. Dieses Warnsignal sollte klar erkannt werden, denn das Resultat aus diesem Sachverhalt könnte ganz kurzfristig epochale Folgen für alle Menschen haben. Dazu gleich mehr. Vorher soll noch geklärt werden, wo sich nun die massive Geldmengenerhöhung auswirkt, wenn sie weder die Wirtschaft stimuliert noch die Inflationsrate explodieren lässt. Bei genauer Analyse wird man fündig. Wir finden die Lösung auf derselben Seite, auf der auch die Geldmenge steht. Es ist die Geldumlaufgeschwindigkeit und dieses Dilemma möchte ich kurz erläutern. Was versteht man unter Geldumlaufgeschwindigkeit? Im Wirtschaftsteil der großen Zeitungen kann man ab und zu in einer Statistik die sich im Umlauf befindliche Gesamtgeldmenge ablesen. Ebenso erfährt man etwas über das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, welches die Wirtschaftskraft beschreiben soll. Die vorhandene Geldmenge wird allerdings innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht nur einmal ausgegeben, sondern mehrfach. Dieses wiederkehrende Ausgeben nennt man Geldumlaufgeschwindigkeit. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Nehmen wir an, ich zeige mich einem Nachbarjungen gegenüber erkenntlich, der mir am Wochenende den Rasen gemäht hat und gebe ihm 10 Euro. Dieser Junge kauft sich mit denselben 10 Euro am Abend eine Kino-Eintrittskarte. Der Kinobesitzer kauft nach der Filmvorstellung, also bei Feierabend, von den 10 Euro ein Bier und ein paar gesalzene Nüsse in einer Ecke um die Kneipe. Allein durch diese drei Zahlungsvorgänge ist ein und derselbe 10-Euro-Schein nun dreimal ausgegeben worden. Volkswirtschaftlich wirkt dieser 10-Euro-Schein also mit einer Kaufkraft von 30 Euro. Die Umlaufgeschwindigkeit wirkt also als Multiplikator der Geldmenge.
Wir erkennen also, dass die nominal genannte Geldmenge nicht viel aussagt, wenn man die Größe der Umlaufgeschwindigkeit nicht kennt. Wie aber will man diese berechnen? Kurz, man kann es nicht wirklich, sondern muss auf ein bestimmtes Konsum- und Investitionsverhalten der Bürger vertrauen, welches in der Vergangenheit vorhanden war. Die Experten arbeiten also in diesem System auf dem Niveau des Kaffeesatzlesens. Nun kommt die Psychologie der Bürger ins Spiel. Erfahrungsgemäß geben die Menschen bei höheren Inflationsraten ihr Geld schneller aus, da die Güter, die sie anstreben, relativ schnell teurer werden. Genau andersherum verhält sich der Konsument, wenn die Preise sinken, wie wir es zurzeit bei vielen Produkten kennen. Nehmen wir Handys oder Autos. Nun beginnen die Bürger ihr Geld zu horten, in der Hoffnung, dass die Preise noch weiter fallen. Nach dem Motto, warum heute das Geld ausgeben, wenn ich morgen dafür mehr kaufen kann? Diese Verhaltensmuster beweisen übrigens eindeutig, wie wenig die Menschen von dieser Geldordnung verstehen. Sie glauben einfach an eine seriöse Währungspolitik, obwohl sie seit zig Generationen die gegenteilige Erfahrung machen mussten. Unsere Bildungssysteme versagen also auch hier bei diesem elementaren Thema auf ganzer Linie, unabhängig, ob es sich um Schulen oder Universitäten handelt. Zurzeit verzeichnen wir also ein klassisches deflationäres Kaufverhalten. Man hortet lieber sein Geld, statt es auszugeben. Die Wirtschaft stockt. Nun erkennen wir auch den Zusammenhang der Quantitätsgleichung. Denn wenn auf der einen Seite der Gleichung eine extreme Geldmengenerhöhung stattfindet, aber auf der anderen Seite keine Wirkung erkennbar ist, also weder im Wirtschaftswachstum noch bei der Inflationsrate, kann die Ursache nur auf der ersten Seite gefunden werden, wo sich auch die Geldumlaufgeschwindigkeit befindet. Zwischenfazit: Die Geldumlaufgeschwindigkeit muss sich im Sturzflug befinden, wenn bei hoher Geldflutung keine Wirkung mehr eintritt. Es gilt Folgendes zu erkennen: Die Geldordnung scheint am Abgrund zu stehen. Die Notenbankmaßnahmen wirken nicht mehr wunschgemäß. Die Währungsexperten scheinen mit ihrem Latein am Ende. Mit den Beruhigungstaktiken lässt sich die Realität aber nicht dauerhaft verschleiern. Die bisherigen notenbankpolitischen Maßnahmen dienten lediglich dem Erkaufen von Zeit, um den Kollaps aufzuschieben. Dabei wurde die Fallhöhe jedes Mal massiv erhöht. In dieser explosiven Situation, der massiven Überspannung der Finanzarchitektur, reicht aus meiner Sicht ein Funke aus, um das gesamte Geldwesen einstürzen zu lassen. Dazu braucht es nicht einmal einen Bankrun. Es genügt schon ein minimaler Vertrauensverlust gegenüber dem Geldsystem, welcher dazu führt, dass die Bürger ihr Geld etwas schneller ausgeben. Um diesen Vorgang zu verhindern, bedient man sich der Systemmedienpropaganda und der Politikdarsteller. Denken wir nur an Frau Merkel und Herrn Steinbrück mit ihrer sogenannten Garantie, dass alle Geldguthaben bei den Banken sicher seien. Nun gut. Diese Manipulationsmuster zeigen jedoch immer weniger Wirkung bei den Bürgern. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob das Versagen dieser Muster durch aufgewachte Menschen entsteht oder von denjenigen bewusst eingesetzt wurde, die von einem geplanten Zusammenbruch profitieren. Also letztlich wieder von denen, die das System aufbauten, nutzten und nun selbst einem geplanten Ende zuführen. Wie dem auch sei. Die Beschleunigung der Geldumlaufgeschwindigkeit käme schon einer gigantischen Geldmengenerhöhung gleich. Das Vertrauen könnte weiter sinken, und zwar schlagartig, und in einer lawinenartigen Hyperinflation enden. Und nun wird es konkret für Sie. Ein Sichern des eigenen Geldvermögens wird dann kaum möglich sein, denn dieses ganze Szenario kann blitzschnell ablaufen. Eine sinnhafte Vorbereitung, um diesen Umbruch möglichst schadlos durchzustehen, sollte erkannt werden. Alle Vermögen, die auf den Bankkonten liegen, Lebensversicherungen, Bausparverträge oder Investmentfonds, die mühsam von fleißigen Bürgern erspart wurden, sind in akuter Gefahr. Große Sorgen mache ich mir zum Beispiel um die mittelständischen Betriebe, den ehemaligen Garanten unserer Wirtschaftsordnung.
Meine Empfehlung? Durchdenken Sie die hier genannte Einschätzung. Bei Veränderungen Ihrer Finanzen sollten Sie nur das tun, was Sie auch wirklich verstehen. Sie selbst sind grundsätzlich Ihr bester Berater. Es gibt keine Pauschallösungen, denn die hängen immer von der einzelnen Person ab und deren individueller Ausrichtung. Große Vorsicht ist geboten bei Finanzprodukten, die im Hochglanzprospekt angeboten werden. Achten Sie nicht auf die Verpackung, sondern vor allem auf den Inhalt. Nur der ist relevant. Der Begriff Wertpapier besteht aus zwei Substantiven, Wert und Papier. Und die gehen oft sehr verschiedene Wege. Ebenso sollte Immobilieneigentum in Europa kritisch hinterfragt werden. In der Anlage übrigens finden Sie einen Link zu einer Einschätzung von mir zu diesem Thema. Physische Edelmetalle sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil im Rahmen einer sinnhaften Krisenstrategie. Natürlich könnte auch ein Gewächshaus für die Eigenversorgung eine Maßnahme sein, wobei die Frage des sicheren Wohnortes nicht zu vernachlässigen ist. Dieses alles sind natürlich nur unvollständige Überschriften, die man mit entsprechenden konkreten Inhalten füllen muss. Am Anfang aber steht die Erkenntnis, dass ein Handeln nun immer drängender wird. In diesem Sinne, alles Gute für Sie.